Es geht weiter. Jo, in so. Der Feuchthöhle sind wir stehen geblieben. Nach ein paar anfänglichen Fails. Ja, gehört zum Spiel dazu. Das ist halt nicht ganz ist einfach. Halt, da wartet auch schon. Ach, diese Höhle ist das. Ah, ich erinnere mich mehr. Komm. Bei Fuß, Numero. Guck mal, meine Schläge wehrt er alle ab? Bis auf den letzten. Oh Gott. Du, das war runter. Pikafu. Oh, ich bin Falle. Nein. Was da? Gut. Und wenn du die tötest, kriege ich die Erfahrung auch? Ja. Das ist nämlich auch so eine spannende Frage. Die Erfahrung, manchmal. Die wird geteilt. Nur die Waffenskill-Erfahrung und sowas und die Magie. Das nicht. Alter, du. Ey, im richtigen Moment vier drücken dann. Ich war schon immer ein schlechter Blocker, egal bei welchem Spiel. Ich bin da mehr so der Barbar. Der Bersi. Ich will auch meine Magie. Mein Mini-Feuer. Oh, der ging ja voll daneben. Was ist das mit. Ist mit LP. Ja, acht auf deine LP, ne? Ja, davon habe ich noch momentan noch ein bisschen mehr als genug. Ja. Jetzt kommt die zweite Fuhre. Nö, vergiss es. Und. Hey. Auf meinen Angriff abzuwehren. Aua. Du. Maimon, du. Du. Das ist scheiße. Oh, ich habe keine LP-Disc mehr. Tja. Das ist, Pech. Was ist das nochmal gewesen? Das war doch unten. Ah, jetzt. Karte. Hm. Hey, warum hat das bei dir funktioniert, bei mir nicht? Ja, du musst da an den Dingern so bekloppt dran stehen. Pass auf, unten sind auch noch eine Menge Numemas, ne? Ja. Wow, gut abgewehrt. Hey, ich kann blocken! Ah! Tu es nicht, Johnny! Oh, hast du ein Glück. Benutze eine LP-Disc. Dreieck, jetzt darfst du drei drücken. Oh, ich hab sogar noch eine. Sehr gut. Du hast noch eine Erwachsenes-Fragezeichen? Ja, hab ich. Ja, gut, dann sieht sie gerade für mich ziemlich schlecht aus. Oh, war das knapp. Aber sie geben gute Erfahrungspunkte mit 13. Hab da gesehen, das war ja, auch. Ja, endlich ein Technikpunkt. Aber. Ich weiß gar nicht, hab ich schon Technikpunkt? Bestimmt. Ich hab keine Ahnung. Ich treffe so selten mit der Pistole. Ja, aber bei dir wird das weniger geblockt, bei mir wird es permanent geblockt. Stimmt, irgendwie. Pistolen werden echt weniger geblockt. Vorführungseffekt, das wird gerade 2-3 Mal geblockt. Nein! Puh. Alles klar. Hast du immer das Geld unter den Nagel reißt, ey. Oh, sorry. Ich sammle das immer aus Reflex ein. Ich hoffe, man hört das im Hintergrund nicht, aber irgendwie ist jetzt im Hintergrund irgendwie so. Warte mal, ich mach das dazu. So. Merkt ihr selber, ne? Immer diese Unprofessionalität bei den Aufnahmen. Ja, total. Freestyle, sage ich nur. So, ich habe 18 AP, ne? Oh, Alter! Das war unfair, man hat das nicht gesehen! Oh, Alter! Aber ich hab's schon geahnt, dass es kommt! Okay, irgendwas ist geschoben. Ja, alle beide. Hab sie kaputt geschossen. Wird auch immer Zeit, dass ich irgendwas mal mit den Pistolen hier kille. Okay, jetzt schon die ganze Zeit, mehr als ich. Echt? Mir kommt das so vor, als wenn ich nie treffe. Nein! 4 HP! Lass mich hier drin nicht alleine. Du hast noch in der Wachtdisk. Vergiss nicht, du hast auch noch LP-Disk. Ja, ich weiß, ich hab noch alles.
Junge. Aber weißt du, was das Schöne für mich gerade ist, dass da so viele stehen? Hm. Ich treffe eigentlich immer. Es sei denn, sie blocken. Ich muss ja immer einen Schlag machen, wegspringen. Einen Schlag machen, wegspringen. Dann treffen die mich schon nicht. Hoffe ich. Hoffen wir lieber auf dem Level ab. Nein! Du haben einfach das, hoffe ich. Ja, ich hab einfach das. L1. So, jetzt lauf so schräg wie möglich. Johnny. Du hast nicht das einfach das verwendet. Oh Gott. Hä? Warum hat das. Ich weiß es nicht. Also, merken, in diesem Spiel muss man ein bisschen blöd stehen, damit man was aktivieren kann. Und. Was hast du eigentlich aktiviert? Warum rennst du andauernd nach oben? Renn doch nach unten. Weil, wenn wir oben stehen, dann haben wir die so scheiße im Blick. Sorry. Wenn wir unten stehen, dann haben wir sie perfekt im Blick. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Sag mal. Weißt du, was wir bei den Optionen hätten machen können beim Spielstart? Ja. Die ist auf weit. Fern, auf weit, genau. Das kann man ja. Oh, Rüstung. Nimm. Du. Ja, klar. Das kann man ja im Nachhinein nochmal machen. Aber nicht heute. Warum sind wir so noobig? So noobig. Also mit den Pistolen zielen, mit den Joyce. Das aber ist nicht gerade echt, das ist alles andere als easy. Vorsicht. Ich weiß. Und jetzt. Vorsicht. Okay, wir hatten mehr als genug Zeit. Aber lieber auf eine Nummer. Was ist oh, schon die ganze Zeit, wollte ich gerade sagen. Frage nochmal abbrechen und unser Leben auffrischen. Ach, Gott, passt schon. Wir müssen eh bald wieder mal ein Level up haben. Der hat gesessen. Oder ich müsste zumindest irgendwann mal wieder ein Level up haben. Du auf jeden Fall früher als ich. Boah, das war aber. Stirb mich hier nicht weg, Alter. Nein. Schau. Ein P-Disk. Stirb nicht. Da, bitte. Seine MP, nimm du. Ja, MP. Ich werde sie jetzt noch nicht benutzen. Bei den zwei, da kriegen wir das immer so hin. Dann nur mir mal so cool. Danke schon. Das ist bei Dingo World 1. Da kannst du nämlich zum Monster E-Mann werden. Meins? Oh, Langschwert sogar, sehr gut. Dafür habe ich viel Vorrang auf Pistolen. Ja, aber eine Pistole brauche ich dann noch. Warte mal. Da ist nächste Ebene und ja, da ist irgendwas anderes. Okay, be careful. Oh, bitte sei was Gutes dabei. Erwarte es, nimm du. Jun. Lieber auf eine Nummer sicher gehen hier. Okay, ich glaube, hier waren wir schon. Jo. Also, was haben wir? Also, ich habe keine Tortes. Hast du eine? Obwohl. Ja, habe ich. Ja, aber dann lass uns weitergehen. In der nächsten Ebene, meine ich, müsste irgendwo was sein, wo wir uns regenerieren können. Ich meine, irgendwie so was war da. Ja, lass uns das herausfinden. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Oh Gott, es geht runter. Ja, was soll's? Wenn wir sterben, dann sterben wir. Schon wieder. Ja. Feuchthöhle. Immer dieses eindeutige, zweideutige, ne? Ja, genau. Tu mich auch. Dazu auch noch das Todestal noch mit dazu. Oh yeah. Wir sind vorhin vom Todestal zu der Feuchthöhle gegangen. Hm. Ah, dieser Zusammenhang immer. Das passt auch immer so unfreiwillig, ne? Oh Gott. Zuckermon, Mutanten-Digimon. Seltsam geformt ist. Ah, Mann, du. Hier gibt's kein Heal. Ne, im nächsten. Eine Raum weiter müsste hier sein. Ich weiß, irgendwo hier bei den Viechern.
Aber denk dran, die sind schon ein bisschen. Ja. Die werden dir locker 30 Punkte mit einem Schritt abziehen. Und pass darauf auf. Ja, ja, ich erinnere mich. Denk dran, die können spucken auch so eine Art kleine Flamme, ne? Das sieht, ich finde so aus, das sieht so ein bisschen aus wie der Bandstrahl. Jetzt mal mehr, oder nicht? Das sah doch so ein bisschen aus nach einem Bandstrahl. Tja, nix mit Heal. Nix Heal. Nee, aber was für ein Tor. Gut. Das müssen wir jetzt überleben. Unbedingt. Warte mal, dafür nehme ich sogar. Verdammt, ich habe keine MP-Disc mehr. Ich habe auch eine. Mini-Feuer! 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 Oh. Uff! Die springt! Wir müssen das gleich wirklich mal auf Fern machen. Ja. Einer ist tot, einer ist tot, einer ist tot, einer ist tot. Ach, der hätte ja wenigstens mal eine LP oder so. Ja, eben. Oder eine neue MP für mich. Wenn ich meine Magie hochskillen kann. Oh oh, oh oh. Da jagt mich was! Ah! Guck mal, es gibt auch nicht auf, ne? Oh Gott, jetzt zwei von der Sorte. Hallo! Im richtigen Moment springen! Ja, mich hat's nicht erwischt. Aber ich habe gerade gesehen. Entschuldigung, gerade für mein. Ich stimme hier nicht weg, Alter. Ich schaff das nicht allein. Ich habe keine Pistolen. Aber eine Effektdisk. Die will ich aber nicht einsetzen wollen. Und außerdem hast du auch Pistolen. Du hast sie nur nicht ausgerüstet. Ja, die kann ich jetzt nicht mit einem Fight. Junge. Okay. Nur Rainer. Ja, stimmt. Was ist das? Ja! Was ist du? Nein! Konzentrieren. Lauf nach oben, lauf nach oben. Warum nach oben? Da sehen wir sie gerade erst. Schieß einfach irgendwo wild. Weg mich, beweg mich wieder, beweg mich wieder, beweg mich wieder. Beweg mich, beweg mich. Lauf, ja. Spring weg. Ja. Ich lebe. Ja, ich verlasse mich auf dich, ne? Ich hab so wenig Leben, ich werde nichts machen, Alter. Ich werde hier nur ein bisschen hier abwehren. Oh Gott. Nein! Warte, 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 warte. Nein! Yes! Nein, 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 nein! Oh. Du! Junge! Also wir bieten unseren Zuschauer echt was für kein Geld. Ja, der erste ist down. Und er lässt nichts fallen. Nein! Freue mich schon, wenn ich die großen Kanonen. Kanonen. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, wie, es kommen noch welche. Jawohl, Tordisk, Tordisk. Hast du? Ja, hab ich. Junge. Ey, wir haben ja ein bisschen Geld. Ist das Shop? können wir gleich mal gucken. Ja, gut. Aber zuerst bitte heilen gehen. Heilen gehen. Speichern. Ausrüsten. Speichern noch nicht. Klar, warum nicht? Immer so zwischendurch, das ist ganz gut. Also ich glaube, wir sind wieder an einen Punkt gekommen, wo wir gleich mal einen Cut machen können, oder? Ja, wir haben jetzt eine 15er, eine 20er und jetzt müsste es, keine Ahnung, auch wieder irgendwie so 15, 20 Minuten sein. Mal freuen sich die Abonnenten, wenn es mal ein bisschen länger ist. Ach, oder kürzer. Ist halt so ein Special, so eine schöne Aufnahme-Special. Kann man ja, man muss ja nicht alles perfekt planen. Okay, warte, bleib stehen, dann würde ich sagen, dann machen wir hier ganz kurz einen Cut, wir rüsten uns neu aus. Ne, lass jetzt ausrüsten und dann Cut machen. Ja, oder so. Weil dann beginnt es gleich wieder von vorne. Wir rüsten uns so aus und dann machen du wir weißt Cut, du? Und speichern wir. Wohin gehst du? Ausrüsten. Das ist hier? Ja. Ich bin der Meinung, da hätten wir da hinten nach links gehen müssen. Wo es zum Speichern geht auch. Wir können hier immer ein paar Leute. Hier sind diese Mini-Mission immer. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir können schief leben und ja, erstmal müssen wir ja den müssen wir erstmal das Todestag abschließen für.
Weiß nicht, oder muss Nee, die Shops waren da, wo auch die Speicherdinger waren. Nein. Nein? Nicht. Dann halt hier runter. Dann war es halt hier runter. Ja, Shop-Bereich, ja, so Shop-Bereich. So das Bild, dass das Bild so nach rechts geneigt ist im Kopf, war es ja auch. Ja, ja. Ich würde sagen, während des Cuts was Neues zu trinken holen. Dann können wir auch hier kurz die Konsole ausmachen, damit wir wieder in diese Optionsmenü kommen und diese Scheiße auf Fern einstellen. Machen wir hier komplett neue Einstellungen und sieht das alles gleich ein bisschen anders aus. Also ihr uns wahrscheinlich erst in ein paar Tagen oder so, aber ja. wir spielen das gerade halt in eins. Also jetzt nicht das komplette Spiel in eins durch, aber heute halt die ersten fünf. Ja, das ist sogar der Shop, den ich haben will. Die ersten fünf, sechs Parts halt am einen Tag. Das kaufen. Wie viele Bits habe ich denn? 250 Bits. Also kannst du zwei kaufen. Ja, ich könnte zwei davon kaufen. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Naja, wir haben erstmal gar nichts mehr. Also bis auf ein paar Items. Aber. Ja. Regina? Stimmt, das, das war das Item. Wo man halt. Sag schon. Im Spiel selber nach und nach hinein alles regeneriert wird. Oder wir gucken. Oder wir gucken erstmal nach Waffen. Nach. Lass erstmal Waffen identifizieren. Ja, wir haben doch ein paar aufgesammelt, wahrscheinlich. Ja, deswegen, ja. Das ist der Chipshop. Mal kurz. Für die Waffen selber. Müssen wir doch in den, wo man auch Digitationen ändern kann und so alles gehen. Dann können wir auch Waffen wechseln. Das geht ja auch hier, weil hier war doch irgendwo der. Du meinst du? Rüstungsshop. Rüstungs- und Board kaufen. Nee, ich kannst das nicht ausrüsten so. Irgendwas von was. Aber ich kann nicht gucken, was ich verkaufe. Skill verstümmeln. Aber vier Mods, Alter, das ist richtig ich gut. Ich weiß es gerade gar nicht, oh, war das jetzt... Nee, Kamikiri ist, glaube ich, für mich. Das ist für Zerstümmelung, das ist hier diese mit zwei Dingens. Es ist dieses Verstümmelung... Ach, keine Ahnung. Irgendwo muss das stehen, kann, welche Kategorie der am besten geeignet ist. Das kann ich auf jeden Fall verkaufen. Die Dinozahn auch. Ich würde gerne erstmal meinen Ausrüstung. Schlitzen habe ich ja nicht. Sturmpferd, das ist Axt. Das ist eine Katana. Ich weiß es nicht. Ist das ein Katana sicher? Ich glaube nicht. Nee, so, Kamikiri Maru, war das nicht für Doroman? Ich weiß es nicht. Ja, das müssen wir doch irgendwo doch mal nachgucken können. Schlitzer war Dolch oder Schwert und. Ach Gott, wie war denn das nochmal? Wieso das Abschluss? Stechdolch ist. Zertrümmern? Zerschmettern? Zertrümmern? Also Dolch ist Stechen? Ja, okay, klar, ne? Ja, klar. Die Frage ist nur, was ist. Ja, irgendwie. Ich behalte es einfach noch bei mir, jetzt mach du da schnell alles. Und dann würde ich sagen, während des Cuts gucken wir dann mal schnell nach. Reinigen wir das dann mal schnell. Ob es da gleich wenigstens kaufen? Ja, verkaufen. Doppelachs kannst du. Ja, Skill Sturmschlag 210, Alter. Ich habe mein. Ich habe das gar nicht, die 210. Also, ja. Das kann ich erstmal getrost verkaufen. Ja, was willst du mit einer Doppelachs? Hey, ist gut. Like. Kampffalke bereite ich erstmal. Langschwert. Eins kann ich auf jeden Fall. Oh, Beta. Eins Langschwert verkaufe ich. Rest will ich. Kampffalke kannst du auch verkaufen. Nee, ich behalte erstmal, weil ich möchte. Du willst ja dich auf Pistol konzentrieren. Ich möchte jedes einzelne skillen. Deswegen behalte ich die erstmal. Und kann ich ja später immer noch verkaufen. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen später noch so viel und so kann man sich die so günstig kaufen. Genau. Erstmal noch ein paar LP-Discs kaufen und dann speichern. Waffenshop? Nein. Waffenshop. Ja doch, lass uns das mal ganz kurz. Das können wir jetzt auch so schnell bereinigen, wenn wir auf Waffen kaufen gehen. So, wir haben den Kampfhaken. Stumpfschlag ist Axt. Langschwert, Schlitzen. Schützen tue ich nicht. Dinozahn ist meine Waffe. Stechen. Ja, und du hast deinen Dinozahn. Und das... ja, das Katana ist dann für, du trägst Langschwert,
Dorumon trägt das Kamikiri. Dann habe ich das die Nutzerin und Kampffalke hat. Ja, ich habe keine Ahnung, egal. Doppelaxt, Stoßschlag, Knochenklinge schlitzen, Doppelrapier stechen. Ja, aber du brauchst erstmal deine Skill auf 210, das hast du noch nicht. Ja, Skill stechen. 210. Übrigens, wenn ihr euch jetzt fragt, was diese Tech-Punkte bringen, die wir in-game halt jetzt ganze Zeit gefarmt haben oder versucht haben, ab und zu farmen, das ist damit gemeint, dass wir unsere Tech-Punkte auf 90 zum Beispiel hier genau. In diesem Fall haben müssen. Oder wie ich brauchte ja, weil ich ja auf Stechen bin, brauche ich schon einen Skill von Stechen von 210. Das ist also nicht immer ganz so einfach, aber das sollte man noch spielen. Und was links alles ist mit Stärke, Verteidigung, Weisheit, Spirit, Geschwindigkeit, dazu kommen wir dann noch. Genauso wie mit den Resist und die X-Star-Event später noch ganz interessant. Da kann ich euch noch ganz viel von erzählen. Das habe ich noch alles im Kopf. Strahlenmagnum. Gott, würde ich die mir jetzt ganz gerne kaufen. Tja. Aber dann wird es zwei Mods, ne? Ja, aber jetzt wissen wir was. Auf jeden Fall, Dino-Zahn ist dann halt mal so. Jetzt kommen wir dann... Obwohl, am Anfang was zu kaufen... Ah, hi, Mann. Am Anfang was zu kaufen ist eigentlich eher dumm. Ja. Ist schwachsinnig. Also, lieber dann hier halt die ganzen Disc. Aufbewahren erstmal hier ein paar LP-Disc. Warte mal kurz, ich habe nur 600, sehe ich gerade. Ich kaufe 5. Das sollte erstmal reichen. Jo. So, und wir haben keine Erwacht... scheiße, jetzt habe ich... Egal. Du könntest ja noch, Nö, reicht. Wir finden bestimmt noch was da. Hoffe ich zumindest. Schon halt einmal nur. Geschwindigkeit von den Spirit Stärken. Das kann ich verkaufen. Das B-Spot, das brauche ich nicht. Denn ich gehe mit auf Magie, da komme ich später zu. Geschwindigkeit wäre für mich ganz interessant, nur Verteidigung nicht. Ja, ich verkaufe das jetzt halt gerade nur so, einfach nur um ein paar mehr Discs kaufen zu können. Vor allem eine Erwachtes- und eine Tor-Disc will ich mir holen. Ja, unbedingt. Ich meine, ich könnte jetzt das große Ding verkaufen mit den 4 Slots. Dann könnte ich ein bisschen mehr kaufen, nur... Nee, das Ding will ich erstmal ein bisschen... Es ist wertvoll und könnte uns später noch das große Nutzen bringen. Es sei denn, wir finden dann was Besseres mit demselben Level, aber... Vorerst behalten wir. Schade. Ja, ne? Dachte ich auch. Gut. Ja, hat leider noch ein bisschen was gefehlt. Dann lass noch mal schnell speichern gehen und... Ja. Aber das mit Speichern, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit angucken. Das ist ja nur dahinlaufen. Deswegen, genau. In diesem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, ne? Ja, für uns gleich, für euch später. Ciao. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann bitte einen Daumen nach oben. Für die nächste Episode, die kommen wird, unten rechts ist die Schaltfläche, wo ihr draufklicken könnt, daran. Werdet ihr sofort weiter verlinkt, sobald das Video hochgeladen ist. Und unten links findet ihr die vorherige Episode. Da könnt ihr euch nochmal angucken, wie wir gespielt haben. Also viel Spaß wünsche ich euch und bis dann.